Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Front, der RPG. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen Arena-Kämpfe gemacht und sind Champion geworden. Hier oben steht der Champion. Und bei diesem Part wollten wir Cordelica weitermachen. Da war ja noch ein bisschen was offen gewesen. Nachdem wir jetzt in Palmina schon die Geisterwelt fertig haben, Kalis besiegt haben, geht's in der Cordelica-Mine weiter. Und mal schauen, was uns hier so Schönes erwartet. Beschützer der Natur. Selbst in dieser von Menschen erschaffenen Umgebung gibt es Orte der Natur. Leider ist die Natur mit den Menschen nicht immer gut gesinnt. Toll, und wir dürfen das ausbauen, weißt du, dass die Menschen böse Gebäude errichten? Und wir müssen bluten. 6 Jahre würde ich gerne mitnehmen. Ja, nehmen wir mit. Lodin. Itemmäßig, glaube ich, haben wir voll, oder? Ich hoffe es mal. Blue 6 braucht immer so Ewigkeiten, weißt du. Ja, sind wir voll. Wir haben auch 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, warte mal ganz kurz. Beim letzten Mal wurde mir auch gesagt, ich sollte Rickle herausnehmen und dafür Ezzy rein. Aus dem Grund, weil er auch Orakel ist, das ist echt ungünstig. Ich nehme mal statt ihm, nehmen wir mal Ezzy mit. Der müsste ja schon eine Sphäre haben, der Ezzy. Okay. Haben wir nicht vielleicht schon ein Team vorbereitet? Nehmen wir. Doch, hier hätten wir das. Genau das hier wollte ich schon vorbereitet gehabt. Okay. Dann werde ich das Ganze wieder umändern. Zu Rickle. Und dann nehmen wir das hier im Team hier hinten mit. Genau. Aisha, Clarice, Kikuri und Ezzy. Nehmen wir das Team mit. Und da meint auch einer, haben wir halt wirklich immer 5 Elemente für den Rainbow Squad Leader, wenn wir einmal einen dabei haben sollten. Und das finde ich auch nicht so schlecht. Gut, 1, 2, 3, 4, 5 Elemente ohne den Freund. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder vor dem Endboss gehen. Mal schauen, was Ezzy so Schönes bringt. Und bis gleich. So, wir sind mit meinem Boss angekommen und ihr seht, ich habe ein komplett anderes Team. Yeah, ich habe mit einem Kampf geswitcht. Die hatten mich bei Runde 5, glaube ich, Lodin und Donner Ezzy ausgenockt. Weil komischerweise hier wirklich nur Pflanzeeinheiten sind. Ja, und komischerweise haben die Brave Bursts immer nur auf die beiden gezeigt und nicht auf anderes. Ich habe jetzt erstmal ein Feuerteam mitgenommen. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Gucken wir mal, also Feuergötter Lava ist ja unsere alte Leaderin gewesen. Ah, unser Defense, hoch, cool. Ja, warum nicht immer mitnehmen wir unsere Feuergöttin Lava? Sie hat uns sicherlich auch vermisst. Ja, die kann jetzt natürlich kein Brave Frost anwenden, ne? Die Hochelfe, die hat da oben so einen Verfluchtschädel auf sich drauf. Da kann sie also nix Brave bürsten. Das ist natürlich ärgerlich für dich, aber so ist das halt. Kann man nichts machen. Okay, die greift wieder Ewigkeiten an. Bei der Brave Frontier Facebook-Seite wurde auch ein bisschen was geschrieben und zwar. Ich greife gerade kurz an, wenn sie mal mich lässt. Oder sie macht noch gar nichts. So, wo stand's denn? Also, da hat einer geschrieben, der hat so ein bisschen das Bild angeguckt. Ich habe es jetzt nicht ganz angeguckt. 30 mal Gems, 20 mal Zell, das sind 23, einmal Honor Points, das sind 24 mal, einmal Finstertod und 25 mal, einmal Metallschlüssel ist 26 mal und irgendwas Rotes und einen fetten Frosch, das sind aber bei mir 27 oder 28 mal, was noch nicht die 30 oder 45 Tagen entspricht, also da fehlt irgendwie noch was, vielleicht haben sie auch nicht alles ins Bild reingeknallt. Und dann gucken wir einfach mal, was das wird die nächsten 45 Tage. Und er hat ein Foto von Seraph Azrael gepostet. 6 Sterne Anima. 8200 Leben. Ein bisschen viel. 2520 Damage. Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Global Enemy. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das dann irgendwas noch wird. Aber lassen wir uns mal überraschen.
So, Titan und Clarence nippelt bald an, die sollen auf jeden Fall heilen. Ich finde es ein bisschen dumm, dass die Gegner wirklich so eine langsame Kampfanimation haben. Da ziehen sich die Kämpfe wirklich Ewigkeiten hin, weil die so lange brauchen mit ihrem. Mit ihrem Damage machen. Aber sie ist tot. Die Hochelfe ist down und ich werde jetzt, wie gesagt, das Feuerteam mal weiter behalten. Feuergende Lava werde ich gleich noch eine Sphäre verpassen. Hatte ich gerade noch nicht getan gehabt. Aber gleich machen wir's. Was haben wir da für eine Kack? Banditen Lord Zaza oder so. Banditen Chef Zaza ist auch 3 Sterne, glaube ich, Maximum bei dem. Unwichtig. Unwichtig, unwichtig, unwichtig. So, ganz kurz, Sphäre anlegen statt die von Rickle, obwohl Rickle können wir behalten. Wir können hier haben wir noch eine Muramasa. Wir haben so viele Muramasas, die wir gar nicht mehr brauchen. Können wir verkaufen weg. Haben wir so viel davon. Gut, wir haben ja gerade mal 18 Energie ausgegeben, trotz 2 Battles, also da haben wir noch ein bisschen was. Machen wir aber in der Cordelia-Arena weiter. Geheul im Abgrund. Der dunkle Stollen lockt erschöpfte Reisen in seinen düsteren Schlund. Monster können Angst riechen, also bewahrt er einen süßen Duft. So. Was habe ich? Ich habe ja... Ich würde ja gerne sie mitnehmen. Ja, warum nicht? Nehmen wir sie mit. Lotus Ex Michelle. Ah, ich habe ja gar keine Items gebraucht, wa? Ist ja lustig. Gar keine Items gebraucht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Totem Moss Gegner mit 3 Feuereinheiten. 1, 2, 3. Okay, das bringt mir natürlich nichts. Ich habe keinen... Rainbow Squad. Ist ja ärgerlich. Da müssen wir sie mitnehmen. Cyborg Lilith. Da sollten wir aber 5 Elemente haben, glaube ich. Oder? Oder. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim Bossgegner bei Geheul im Abgrund. Bis gleich. So, beim Bossgegner hinten angekommen. Ja, irgendwie sind die ziemlich stark geworden, muss ich sagen. In letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum, woran das liegt. Zumindest meine Einheiten machen nicht mehr so viel Schaden, wie ich mir das noch vor wenigen Tagen erdacht hatte. Aber die Gegner schmelzen sehr schnell. Großfalken Cis. Leider nicht paralysiert, schade. Aber Clarice kann er nicht töten. Der ist Erde und meine kleine Clarice ist... Er ist Donner, meine kleine Clarice ist Erde, so. Gut, ich gebe der... Naja, so viel Runden gebe ich dann gar nicht mehr. So viel hält die auch nicht unbedingt durch. 6, 7 Runden. Maximal. Wenn Lilith gleich wieder ihren Brave Burst ready hat. Au, hör auf damit. Brave Burst ist nicht cool. Ja, 5 Runden sicherlich noch. So, ich hoffe mal, er wird langsam paralysiert oder so. Wäre mal ganz toll, aber ich glaube, der Falke scheint immun zu sein. Können wir lustigerweise wieder im Brave Frontier Wiki nachgucken, habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Cordelica. So, langsam macht er echt Schaden. Nicht cool. So, wir sind gerade bei Light, glaube ich, ne? Die Cordelica. Nee, doch nicht. Angeblich ist das eine... Schau ich beim Falschen? Cordelica-Mine wird hier im Wiki als Schatten-Dungeon dargestellt. Und da waren anfangs auch nicht die, auch Hochelfe, erste Licht Hochelfe und dann der Great Falcon Zisking, den wir gerade spielen. Der ist alles richtig. Steht aber nicht da, dass er nicht paralysiert werden kann. Aber er könnte theoretisch paralysieren und verfluchen. Injury müsste das Verfluchen gewesen sein. Ne, Verfluchen war Curse. Ja, Injury, keine Ahnung, diese Schwächungseffekte. Aber da wir eh Reese dabei haben, ist das kein Thema. I don't care about you.
Ja, es ist auf jeden Fall noch ziemlich starke Gegner vor uns, das sehe ich jetzt schon. Aber lass uns überraschen, wir sind schon ziemlich weit eigentlich. Schön. Den Gegner Easy Going mal wieder besiegt, der Falkensis. Wieder 10, wir haben 480.000 Karma. Ah ja, genau, das war die einzige Rare Capture Card, die wir hätten kriegen können. Himmelsboss Graffel. Brauche ich also nicht mehr fusionieren. wir haben gleich die finale Form bekommen. Ich glaube, die 3 war die finale Form gewesen. Gut, wir machen dann beim nächsten Part weiter in der Caudelica-Mine. Ich glaube, 3 oder 4 Battles waren noch gewesen. Und mal gucken, was da so Schönes auch auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Brave Frontier. Bye, bye.